Wir kamen abends in Hongkong an, fuhren mit dem Taxi zu unserem Hotel, checkten ein und wollten dann noch in dieser lebhaften Stadt etwas essen gehen. Kaum hatten wir das Hotel verlassen, trat ein Inder auf mich zu und drückte mir einen Flyer in die Hand. Hinter mir hörte ich nur Barbara schreien, »Nein, Finger weg!« Aber da war es schon zu spät und ich hatte den Flyer angenommen. Jetzt fing der Inder an, auf mich einzureden. Er hätte einen Schneiderladen und dort könnte er mir sehr preiswert die schönsten Anzüge machen und Hosen. Ja, Hosen wären seine Spezialität. Wenn ich einen besonderen Wunsch hätte, einen Anzug von Armani vielleicht, wäre auch das für ihn gar kein Problem. Er könnte auch Hemden schneidern. Seine Hemden sind die bekanntesten in ganz Hongkong und besonders seine Hosen. Hatte er schon erwähnt, dass er der absolute Hosenspezialist ist. Was Hosen angeht, mache ihm da niemand etwas vor. In seinem Geschäft gäbe es ganz viele unterschiedliche Hosen und Hemden, die in Hongkong übrigens wahnsinnig bekannt wären. Er verfolgte uns mindestens 3 Blöcke weit. Dann gelang es Barbara, ihm mit einer recht rüden Ansage klarzumachen, dass wir nicht an seinen Hosen interessiert seien. Nachdem der Inder enttäuscht abgezogen war, erklärte mir Barbara, »Du darfst hier keinen Flyer annehmen. Du hast doch gesehen, die bequatschen dich, bis du ihnen irgendetwas abkaufst. Also Finger weg!« Wir fanden dann, ohne weitere Vorkommnisse, ein nettes Restaurant, in dem wir zu Abend essen konnten. Am nächsten Morgen wollten wir uns dann Hongkong ansehen. Als wir das Hotel verließen, trat eine Chinesin auf mich zu, um mir einen Flyer in die Hand zu drücken. Doch ich hatte meine Lektion gelernt und sagte sofort, »No, thank you!« Doch da ertönte die Stimme von Barbara hinter mir, »Den Flyer kannst du nehmen!« Ich sah sie an wie ein paralysiertes Erdmännchen. Da erweist man sich mal als gelehriges Ehemännchen und dann sowas. Gestern hast du mir doch noch groß und breit erklärt, dass ich keine Flyer annehmen darf und jetzt doch? Meine Frau präzisierte ihre weisen Worte am Vorabend. Ja, von der Frau schon. Die verteilt Flyer für Stadtrundfahrten und das wollen wir doch machen. Also kannst du den nehmen.